Ja, hier ist er wieder. Euer Burgelkatt. Ich bin hier auf der Karte Mannerheimlinie mit dem T-55 Alpha der Nationalen Volksarmee. Sprich, das ist ja ein Belohnungsfahrzeug, ein Sonderfahrzeug, das man sich freispielen kann, wenn man die Aufträge, Kampagne und sowas schön abarbeitet oder die Sachen erfüllt. Und ich spiele diese Karre, weil ich die Pantherbesatzung jetzt einfach mal leveln möchte. Oh, nicht getroffen. Und wir haben ja zurzeit vierfach Erfahrung. Und die Erfahrung von diesem Fahrzeug geht 1:1 auf die Besatzung, sprich... Hier ist Schnellausbildung angeschaltet. Und wenn ihr die anderen Teile verfolgt habt, wisst ihr ja, dass ich hier die Pantherbesatzung einfach mal nach vorne bringen will. Neu gekaufter Panther. Mausakrobat hat Schuld. Vielleicht steht da ja noch. Nee, steht da nicht mehr. Oh. Aber der ruckelt so, der fährt so langsam. Ich schätze mal, der hat den Fahrer oder den Motor kaputt. Und wenn ihr das Video sehen solltet, diese Videos mit Besatzung leveln, habe ich jetzt hier alle am Stück aufgenommen, mehr oder minder. Habe ich einen Unentschieden gemacht. Habt ihr es gesehen? Ja, T-55 Alpha ist nicht unbedingt der Panzer zum Snipen. Aber wir nehmen hier erstmal mit, was wir kriegen können. Und ich habe wieder auf Standardmunition gewechselt, nachdem ich eben... auf Premium-Munition war wegen dem E3. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Na, 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 na. Und vom Gefechtsverlauf kann ich noch nicht mal meckern. Es läuft ganz gut für mich. Ich mache hier Schaden. Oh oh. Einmal noch schießen, dann muss ich hier weg. Eigentlich hätte ich früher weggemusst. Aber die Gegner haben mich gar nicht so auf dem Schirm. Na, den FV da hinten. Nee, den werde ich nicht zu sehen bekommen. Ich orientiere mich mal um. Wir sind Heavy Line. Ich lade auch wieder Premium-Munition. Und auch diesen Panzer, muss ich sagen, der ist bei mir eingestaubt, weil die deutsche Medium-Reihe habe ich kaum gespielt, geschweige denn nicht unbedingt hier spielen wollen. Ich habe viele andere Panzer nach vorne sortiert, die ich hauptsächlich gespielt habe. Ich muss jetzt wirklich sagen, unvorbereitet. Ja, das war's. Unvorbereitet einfach mal im Abenteuer deutsche Mediums gesprungen. Nur Besatzungsleveln. Alles hier an einem Abend.
mehr oder minder hintereinander weggespielt. Die Vierfacherfahrung auf die Besatzung scheffeln. Ja, dritte Klasse ist es geworden, Wirkungsfeuer und unaussprechliche Medaille, die habe ich jetzt heute mehrfach schon bekommen. Jedenfalls eine Medaille. Dann habe ich noch den Unterstützer bekommen. Ja, wieder im oberen Drittel des Teams. 17 Schüsse abgegeben, 14 Mal getroffen, 11 Mal Schaden gemacht. Gesamtschaden 3091. Auf über 300 Meter Entfernung davon 2759 Schadenspunkte. 8 Gegner beschädigt, 2 vernichtet. Natürlich habe ich hier finanziell auch Plus gemacht. Wie zu Weihnachten jetzt hier außen vor. Und Besatzungserfahrung hier 5075, sprich Gesamterfahrung. Was soll ich zu sagen? Jeder kann den T55 Alpha sich freispielen unter Kampagne. Und ich gehe gar nicht aufs Fahrzeug weiter ein. Ich mache hier einfach mal Schluss. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und für heute Abend mache ich auch Feierabend. Und ja. Ach, wirklich. Schluss für heute. Ich mache den Rechner aus. Das waren jetzt 4 Gefechte am Stück. Wo ich wirklich sage, das ist Real Life. Das ist nichts gestellt, nichts geschön. Einfach weggespielt der Sache. Und tschüss, euer Burgelcut.